Da ist der Eisenbichler Markus. Heute will ein bisschen was basteln. Ich habe von Wirt richtig gutes Zeug gekriegt. Wir werden mit meinen Sprungski ein bisschen was machen. Ich hab dafür von Wirt was gekriegt. Einmal den Akkuschrauber. Dazu habe ich Schrauben noch gekriegt. Von klein bis groß. Dann habe ich da die Säge gehabt. Ziemlich scharf. Da habe ich einfach die Schienen auseinandergeschnitten, damit sie die gerechte Länge haben. Die hat echt gut funktioniert. Erster Schritt war, dass ich den alten Sprungski erstmal ausgemessen habe. Hab dann mit der guten Säge meine Ski abgeschnitten. Ich habe dann bei Papa ein paar alte Holzlatten gesucht. Hab die dann hier und hier nochmal verstärkt. Und dann habe ich praktisch von oben einmal gebohrt. Jeweils zwei Löcher und da auch nochmal, dass man wirklich, wie man sieht, richtig gut drauf sitzen kann. Von unten, wie man sieht, habe ich da auch nochmal festgebohrt. Das Kniffligste war eigentlich das, dass ich da Führung habe für meine Gestänge, damit ich lauten kann, einigermaßen. Und da habe ich einfach im Endeffekt einen alten Sprungski genommen, habe den an die Sitzbank montiert und habe dann auch da nochmal verstärkt mit so alten Brädeln von Papa. Und dann habe ich im Endeffekt mit so einem Ausschnitt habe ich da ein Loch reingebohrt und habe dann im Endeffekt nochmal einen Ski hergenommen und habe ich dann auf so einem Holzplateau festgemacht. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Das habe ich im Endeffekt nur reingesteckt und dann kann man das da echt ganz gut durchstecken. Und dann wird man dann auch was zum Lenker hat.